Anja und die Easy und ich spielen heute 100 Jahre lang Überleben in Roblox als Einhörner. Und ich würde sagen, wir können uns gleich schon mal in kleine Baby-Einhörner verwandeln. Und dann, let's go! Easy, komm, wir wollten noch deine Haare machen lassen. Ja, let's go! Ich kann einfach nicht mehr mit dieser Frisur rumlaufen. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe dir immer gesagt, behalte deine natürlichen blauen Haare, aber du wolltest ja nicht hören. Einhorn mit blonden Haaren, sowas gibt's doch einfach nicht. Das ist wirklich wahr. Jeder weiß, das Einhorn hat die Haarfarbe, die seine Haut auch hat. Aber gut. Ich meine, wir sind ja hier direkt neben dem Friseursalon. Dann können wir uns hier in der Nähe, ja? Ich glaube, der ist hier in der Nähe. Also, wenn mich meine Einhornsinne nicht trügen, dann ist der. Und jeder weiß, Einhorn haben gute Sinne. Das ist ein bekannter Fakt. Einhornfakt. Bin der Meinung, der Friseurladen ist auf der Seite der Stadt hier, oder nicht? Da würdest du jetzt ja sagen, meine Einhornsinne haben fehlgeschlagen. Guck mal, da ist er doch. Ja, genau. Haare und Nägel. Denkst du, ich soll meine auch ein bisschen dunkler wieder machen? Deine Haare? Mhm. Ja, kannst du machen. Okay. Warte, ich probiere erstmal eine Farbe und du sagst mir, ob es gut ist, okay? Okay. Alright, was sagst du? Ich glaube, es ist ein bisschen zu dunkel. Du glaubst, es ist zu dunkel? Oh, ich fand sie zu hell. Du fandest sie zu hell? Ja, so ein bisschen Kontrast muss doch sein zwischen Haaren und Haut. Das ist sehr dunkel. Ja, alles klar. Ich lasse meine Haare auch so hell hier. Ja, passt dir das? Okay. Alright. Wenn wir schon hier sind, möchtest du noch mal eine Frisur? Ich kann dir hier was zaubern. Oh ja, gerne. Alles klar. Dann mach mal. Sekunde. Okay, das war's. Und wie gefällt's dir? Ah, lass mal sehen. Hä? Aha. Ja, was hast du? Was ich habe dir so ein bisschen pinke Spitzen gemacht, lila Spitzen. Das Einhorn mit dem Scherenhänden oder was? Meine schönen Haare. Was meinst du? Ich hab's ja nicht. Zum Glück wachsen die an einem Tag wieder nach bei Einhörnern. Ja, das stimmt. Na ja, gut, tut mir leid. Sonst wäre ich jetzt echt ein bisschen nahe. Na gut. Okay. Ich wollte dir eine schöne Frisur machen. Wahrscheinlich können wir wieder in den Bunker gehen, oder? Nicht, dass uns jemand sieht. Du hast recht. Schnell weg hier. Wir haben ja eigentlich gesagt bekommen, dass wir uns in der Stadt erst abends zeigen sollen. Einhornmobil, warte, ist das? Ein. Okay. Ja, schnell rein, bevor uns noch jemand sieht. Okay, warte. Ja, bin drin. Okay, alles klar. Dann fahre ich jetzt mal schnell nach Hause. Da sind wir. Gut, dann, ich weiß gar nicht. Was hatten wir noch vor? Ich glaube, das war's mit den Haaren, oder? Dann können wir uns erstmal ausruhen, ein bisschen Fernsehen gucken. Ja, ich glaube schon. Okay, super. Idee. Gut. Okay. Hast du deine ganzen Geschenke drin? Alle Geschenke sind am Start. Okay, perfekt. Gut, dann können wir los, oder? Okay. Dann müssen wir jetzt mal Geschenke ausliefern. Guck mal, der schönste Tag im Jahr. Geschenke ausliefern als Einhörner. Denkst du, die wollen Geschenke haben? Oh, hier kann ich nicht rein. Hier ist rot bei mir. Oh, bei mir auch. Die haben scheinbar gesperrt für Einhörner. Okay, Warte, dann lass uns weiterfahren. Genau. Vielleicht finden wir ja in der Stadt Leute, oder? Ich denke bestimmt, oder? Ich glaube auch. Ich kann hier einmal abfahren. Okay, sehr gut. Ist da jemand? Schau mal. Oh ja, die wollen sicher Geschenke. Auf Hallo! Jeden Fall. Alter, die sehen ja richtig nett aus. Hier, bitteschön. Wollt ihr Geschenke? Ja, er wollte eins. Super, okay, perfekt. Dann sind wir die ersten zwei schon mal los. Erste gute Tat verbracht. Wie viele hast du noch? Ich habe insgesamt, glaube ich, 10, 20, aber ich glaube, die verteilen sich ganz einfach. Ich denke auch, auf jeden Fall. Lass mal gucken. Okay, wir müssen ja nur Leute. Wir können einfach welche unter den Weihnachtsbaum legen, dann können sich Leute die nehmen, die vorbeikommen. Oh, da vorne. Also ich glaube, das sind die gleichen Motorradleute. Ich lege hier ein, zwei unter den Weihnachtsbaum. Okay, mach mal. So, zack, zack. Ja, am Spawn sind ganz viele. Guck mal. Am Spawn? Oh, warte mal. Hi. Hier. Oh, da fällt mir jemand weg. Ich glaube, die wollte gar nichts. Hier ist noch jemand. Oh, hier ist ein kleiner. Hier, bitteschön. Willst du ein Geschenk? Yeah. Yay, okay. Hier steht noch jemand dran. Ja, guck mal. Oh, der will sicher auch ein Geschenk. Hier, zack, zack. Jeder will ein Einhorngeschenk. Jeder weiß, in Einhorngeschenken sind die besten Geschenke drin. Wir verschenken einfach Einhörner. Wir verschenken Einhörner. Wir verschenken sie mit Einhornstaub und Magie. Okay, ich glaube, er will keins. Alright. Okay. Aber wer nicht will, der hat schon. So, wir können vielleicht beim Krankenhaus vorbei. Stimmt, da steht sogar ein Auto. Mhm. Okay, lass mal reingucken. Ist sicher jemand drin. Hallo? Ist hier jemand? Wir haben Einhorngeschenke. Hier liegt jemand. In der Mitte? Ja, ja. Oh, hi. Gute Besserung, wir haben hier schöne Einhorngeschenke für dich. Oh ja, meins hat sie genommen. Deins hat sie genommen? Okay, ja. Perfekt. Alles klar, super. Dann war's das, oder? Hast du noch welche? Ja, ich bin eine meiner Geschenke losgeworden. Okay, super. Oh, warte, wir können... Oh, ich habe noch eins. Das können wir irgendwie in die Säuglingsstation legen, oder? Oh, das ist eine nette Idee. Dann mache ich das kurz. Ich fahr schon mal das hier, Auto vor. Neugeborene, zack, zack. Dann gebe ich das hier hin. Tschupp.
Dann kann sich das der Nächste nehmen, der da vorbeikommt. Und du hast das Auto schon vorgefahren? Ja, yep, bei der Einsteigen ins Einhornmobil. Und dann fahren wir wieder nach Hause. Ich hab's satt. Seit 50 Jahren das Gleiche. Immer erst abends raus, immer in die Dämmerung, damit keiner die pinke Hautfarbe sieht. Oder an Halloween, oder an Silvester, oder an Fasching. Das war's. Das sind unsere 3 Tage. Okay, ich schmink mich jetzt um. Okay, das sieht schon mal relativ natürlich aus. Oder, Izzy, was sagst du? Ich hab mich auch umgeschminkt. Bist du dich auch umgeschminkt? Ich bin hier im Badezimmer, Ronja. Okay, komm mal raus. Warte, zack. Was sagst du? Mal Spiegel angucken. Warte, hier. Wo bist du denn? In welchem Zimmer? Hier neben dir, Ronja. Ah, hier. Ich muss mal an den Spiegel gucken. Oh Gott, du siehst so anders aus. Ich habe mir die Haare auch umgefärbt. Du hast die Haare gefärbt? Ich glaube, wir brauchen auch andere Klamotten, oder? Ich glaube, unsere sind ein bisschen zu auffällig. Ja, das stimmt. Okay, warte, ich guck mal, was ich im Kleiderschrank habe. Eine Sekunde. Alright, ich auch. Ich habe mir irgendwann mal Undercover-Klamotten gekauft, aber ich habe mich nie getraut, die ganz umzuziehen. Eine Sekunde, hier ist der Kleiderschrank. Zack, zack, zack. Okay, ich habe jetzt neue Klamotten. Ich habe mir eine Kappe aufgezogen, um meinen Horn zu verdecken. Man sieht ein bisschen meine Ohren vorgucken, aber das ist in Ordnung, glaube ich. Ich glaube, das fällt nicht so sehr auf, aber der kann ich jetzt auch nicht viel mehr machen. Wollen wir rausgehen? Bist du fertig? Ich bin auch dabei. Oh mein Gott. Du hast ein gutes Undercover-Outfit. Wilde Flügel. Ich dachte, ich mache mal einfach was komplett anderes als normalerweise, Ronja. Okay, 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 okay. Ist nicht schlecht. Ich bin fertig. Okay, dann lass uns losgehen. Okay, hundertprozentig. Niemand kommt auf die Idee, dass du eigentlich ein Einhorn bist. Alles klar, dann können wir raus, oder? Yeah. Okay, die Nacht hört bald auf. Oh mein Gott, wir können alles machen. Wir können einkaufen. Warte, lass uns noch mehr Klamotten kaufen, oder? Da haben wir noch mehr Auswahl. Ja, stimmt. Eine gute Idee. Warte, hier ist nein, die Polizei. Die Polizei, die Polizei. Die Polizei? Komm, ja, fahr schnell. Okay, ich fahr. Okay. Pass auf, folgendes. Wir gehen in die Stadt. Und dann kaufen wir uns neue Klamotten und danach gehen wir hier und schauen, wo freies Land ist. Und dann kaufen wir uns ein Haus, was frei ist und was keine Untergrundbasis ist, damit wir auch mal ein bisschen Tageslicht haben, ha? Huh? Ja, das wäre wundervoll. Ja, da sind wir auch schon. Vollbremsung und... Okay, ups. Perfekt. Vielleicht finde ich ein noch besseres Outfit. Noch schwärzer. Noch schwärzer? Meine Seele. Okay, der Pulli ist gut, der ist unauffällig. Weiß ist unauffällig. Hm, das holt mich nicht so ab, aber vielleicht für Sport. Ich pack's mal ein. Was haben wir noch? Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Okay, weißt du was? Das nehme ich gleich direkt mit. Das lasse ich an. Oh, das ist perfekt. Warte, die Tüte, die du auf dem Kopf hast? Ja, das ist eine gute Tarnung. Mein Horn ist sogar damit verdeckt, siehst du? Oh, clever. Richtig aber clever. Wobei, ich habe ja mein Horn schon weggemacht. Du hast dein Horn eigentlich ja unter der Perücke schon, oder? Ja, ja. Ich hab's umgeknickt. Das ist umgeknickt? Ja, war alles gut. Okay, dann lass uns ein Haus kaufen jetzt, oder? Okay. Okay, alles klar, ich fahr rüber. Oh, es ist klar. Alle mal einsteigen, Einhornmobil. Wir können tagsüber rumlaufen. Yes. Guck mal, die hat gar nichts mitgekriegt. Die kommt sogar mit. Ha! Hier steht ein Haus. Da vorne ist ein Schild. Da vorne ist ein Schild. Da ist nur noch ein Haus frei, Ronja. Wenn wir uns beeilen. Wir sind schon Interessenten. Oh, ich glaube, das ist schon weg. Oh nein, wo oder? Ist da noch was nee, frei? Nee, das ist weg. Okay, ist gar nicht so einfach. Was, wenn wir hier rumfahren? Woanders was finden. Aber vielleicht brauchen wir doch ein Penthouse. Warte, ich fahre nochmal in die Stadt rein. Dann ist ein Penthouse ziehen, oder? Ja, dann ist es Penthouse ziehen. Okidoki, hier einmal. Wir müssen gar nicht abschließen. Ich habe kein Problem mehr mit Besuch. Oh mein Gott, ist das schön. Guck mal, wir können auf die Stadt richtig runtergucken. Wir sind mitten in der Stadt, wo wir jetzt wohnen. Ich mach mal auf hier. Schiebetür. Yeah, Freiheit. Oh mein endlich. Gott. Warte mal, wir haben sogar noch ein Dach, Ronja. Wir haben noch ein Dach? Komm mal hoch, komm mal das hoch. Das geht noch höher. Irgendwo muss es hier hochgehen, eine Treppe oder sowas. Such mal eine Treppe. Okay, ich suche eine Treppe. Treppe. Fahrstuhl vielleicht. Hier ist ein Weihnachtsbaum. Hier hinten ist das Badezimmer. Oben? Warte, hier ist eine Leiter. Schlafzimmer? Guter hier Fund. Yeah! Wir haben eine Dachterrasse. Wir können hier schwimmen gehen. Guck mal, wir haben einen auf dem Dachpool. Oh, ist das schön. Oh mein Gott. Boah. Ah. Oh, wie cool. Ich hoffe, der bricht nicht durch. Oh nein, Ronja? Ja? Ich habe da so ein ungutes Gefühl. Was ist denn? Irgendwie meine... Ich weiß nicht. Was ist passiert? Meine Schminke. Deine Schminke ist ab? Wer hat sich abgewaschen? Oh Gott. Ich dachte, man sieht. Warte. Guck mal, ist meine auch ab? Ich glaube, meine eine Hand oder sowas hat sich schon ein bisschen abgelöst, weil ich auch kurz ins Wasser bin. Ah. Zeig mal. Hier. Oh nein. Oh no. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal hier drin bleiben. Okay, warte, ich mach schnell die Tür zu. Einmal zack. Und... Warte, was ist das hier?
Oh, wir haben Licht für unseren Pool. Ich werde mich einfach ein bisschen sonnen. Ich werde schon wieder... Weißt du was? Ganz ehrlich, wir wohnen jetzt in einem Penthouse. Viel mehr kann uns eigentlich nicht passieren. Wir haben hier unsere Gefahren. Ich meine, wir wissen, wie man uns clean schminkt. Wir haben jetzt auch ein gutes Haus. Hier kommt ja auch keiner rein. Wir leben ganz oben. Ich glaube, als Einhorn lebt sich's doch ganz gut. Oder? Ja, und weißt du was? Heute ist mein 100. Geburtstag. Yeah. Den 100. Geburtstag? Ja, Ronja. Und ich habe hier ein Geschenk für dich, weil du bist ja auch 100 Jahre alt geworden. Oh, warte, lass mich ganz kurz in meiner Tasche kramen. Ich habe auch ein Geschenk für dich. Hier, ein Verkehrshütchen. Das hast du dir immer schon gewünscht. Ja, danke. Bitteschön. Das wollte ich immer haben. Wow. Gern geschehen. Danke auch für dein Geschenk. Super lieb von dir. Ja, ich habe natürlich auch an deinen Geburtstag gedacht. Den habe ich nicht vergessen. Alles klar, das war's dann aber mit 100 Jahre lang Überleben als Einhörner hier in Roblox. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut unbedingt auch bei Easy vorbei. Da kommen nämlich auch coole Roblox und auch Minecraft-Videos. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Da.